So, im Soccer-Center Gasthofen, zu Gast bei Schwabensoccer, wieder einmal Markus Drehmer heute. Ja, 45 Minuten Verspätung, Markus. 2 Euro die Minute, wir machen das danach aus. Geht alles in die Schwabensoccer-Kasse. Ja, wir sprechen ein bisschen über die Frauenbezirksoberliga. Ihr seid Tabellenführer mit 31 Punkten. Ja, Ausgangslage vor eurem letzten Spiel war so, dass euer engster Verfolger Währingen am Vormittag schon mit 6-0 gewonnen hat. Ihr musstet nachlegen, habt es dann auch getan mit einem 5-0 gegen den Aufsteiger FC Meiningen. Ja, 3 Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger. Der Weg zur Meisterschaft schaut ganz gut aus, Markus. Wie steht's? Ja, doch, also wir hoffen natürlich, dass wir in dem Nachholspiel dann auch die 3 Punkte holen werden, dass wir da mit 6 Punkten dann weiter in die Liga gehen können. Hoffen natürlich immer wieder auf einen Ausrutscher von Seiten Währingen, weil man sieht ja, die Saison haben sie ja mit 2 Niederlagen begonnen, was uns entgegenkam, weil sie es schon in der Vorrunde also echt überrascht haben. Ja klar, wir wollen hoch. Von dem her müssen wir unsere Punkte sammeln. Es wird mit Sicherheit nicht so einfach wie in der Vorrunde. Die Gegner in der Rückrunde stellen sich immer mehr hinten rein. Das haben wir gegen Stetzling gesehen. Wir haben das Spiel komplett dominiert, aber leider nicht zum Tor vollkommen. Stetzling hingegen hatte eigentlich bei dem 0-0 nicht mal eine Torchance großartig, dass es gefährlich wurde. Aber natürlich ist für uns ein Punkt dann wieder zu wenig von dem Anspruch, wo wir haben. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Gegner jubeln und versuchen eigentlich nur unser Spiel kaputt zu machen, was legitim ist. Aber wir müssen halt einfach arbeiten und schauen, dass wir Woche für Woche unsere Punkte sammeln. Ja, Tabellenzweiter, der FSV Währingen, wir haben das Hinspiel, das habt ihr mit 3-1 im Rosenau-Stadion gewonnen. Das war aber dann schon eine Mannschaft, die mitgespielt hat. Ist der engste Verfolger. Damals mitunter eine herausragende Spielerin war die Sarah Wagner. Die ist jetzt aber seit der Halle verletzt am Sprunggelenk. Wie schaut es bei ihr aus? Was macht die Verletzung und kommt sie diese Saison nochmal zurück auf den Platz? Also in der Saison definitiv nicht mehr. Sie wird bis zur Sommerpause ausfallen. Wir müssen jetzt einmal abwarten, was die Ärzte sprechen. Sie streiten immer noch darum, ob sie operiert werden muss oder nicht. Aber es ist definitiv, dass sie in der Rückrunde nicht spielen wird. Klar, es ist ein großer Verlust. Sie stand mit 12 Toren an der Spitze der Torschützenliste bei uns in der BOL zur Winterpause. Aber das ist eben die Stärke aus unserem Team, das ich habe, dass wir solche Ausfälle kompensieren können. Sicherlich wäre es eine Bereicherung, auch in der Rückrunde als Goalgetter. Aber wir müssen damit leben, wir können es nicht ändern. Und da sind halt jetzt andere in der Pflicht, die für sie in die Mannschaft rutschen. Und man hat es dann auch gesehen bei der Sabrina jetzt am vergangenen Wochenende, die bisher so Ergänzungsspieler mit war, hat es 1-0 gemacht und somit den Sieg mit eingeleitet. Also von daher absolut zufrieden. Markus, das Spiel, das Rückspiel in Währingen ist am 25.05. bereits um 11 Uhr. Wenn alles glatt läuft und nach Plan, könntet ihr dort schon die Meisterschaft perfekt machen. Ist das so die Marschrichtung, dass man auf Gegnersplatz beim engsten Verfolger die Meisterschaft dann perfekt macht und feiert? Also die eigentliche Marschrichtung ist die, dass wir jetzt Woche für Woche schauen, dass wir unsere 3 Punkte holen und dann eigentlich nach dem Spiel auf die Tabelle schauen und gucken, was brauchen wir zum Ende hin. Also ehrlich gesagt denke ich jetzt noch gar nicht an das Spiel, sondern wir haben jetzt erstmal am Montag Batzenhofen vor der Brust, wo wir uns immer schwer tun gegen Batzenhofen, in Batzenhofen. Auch die anderen Gegner sind, wie gesagt, nicht zu unterschätzen, weil es ihnen oft gar nicht darum geht, gegen uns zu gewinnen, sondern ein Unentschieden ist für die wie ein Sieg gefühlt. Und von daher denken wir wirklich Woche für Woche. Wir haben jetzt nur noch 7 oder 8 Spiele und da wollen wir wirklich Woche für Woche schauen. Vielleicht kriegen wir es hin, wenn Währingen nochmal patzt, dass wir vielleicht sogar gar nicht die letzten 2 Spiele, die gegen Platz 2 und 3 wären, dass wir die gar nicht brauchen, dass wir es gegen Donauwörth am drittletzten Tag perfekt machen können. Aber das ist nur in weiter Ferne. Wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal auf Batzenhofen und dann die Woche drauf auf Wattenweiler im Heimspiel. Ja, neben dem Liga-Alltag, Markus, habt ihr noch einen anderen Höhepunkt, der bevorsteht, und zwar am 1. Mai im Rosenau-Stadion, im altehrwürdigen Rosenau-Stadion, Pokalfinale auf Bezirksebene.
Gegner wird nur ermittelt, der Sieger aus der Partie SSV Glött gegen den FC Donau wird. Ja, erstens, wer ist der lieber als Gegner? Du kennst die Teams sicherlich. Und ihr wollt ja an dem Tag dann auch die Tribüne voll bekommen. Angepeilt sind 600 Zuschauer bei dem Finale. Ist das zu schaffen und wer ist da als Gegner lieber? Gut, Gegner müssen wir nehmen, wie es kommt. Lieber ist schwierig zum sagen, weil beide dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben das Hinspiel gegen Donauwörth 10-0 gewonnen, was aber nichts zu sagen hat in dem Finale. Genauso ist es schwierig zum sagen, Glött spielt zwei Ligen unter uns und das sehr souverän. Nur auch da wäre es wirklich töricht zum sagen, das Spiel ist schon gewonnen. Von daher, wir nehmen den Gegner, wie er kommt. Und unser Ziel ist es, unser Spiel zu machen, egal ob der Gegner Donauwörth oder Glött heißt. Und dann eben durch das, was wir sogar als Finale bei uns im Rosenau-Stadion haben, den Heimvorteil nutzen und dann gewinnen. Markus, Pokalfinale, der Titel von dem Pokal, was hat der für einen Stellenwert im Damenfußball? Was hat er für einen Stellenwert für euch? Also für uns hat er einen sehr hohen Stellenwert, weil es ist die schwäbische Meisterschaft, der schwäbische Pokal. Wir wollen den auf jeden Fall gewinnen, wir wollen den Titel verteidigen. Soll es mit dem Aufstieg klappen, wäre es eh das letzte Mal, dass wir ihn verteidigen können, weil wir dann gleich auf Landesebene sind. Aber wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr als schwäbischer Pokalsieger in die neue Saison gehen. Ja, 600 Zuschauer habt ihr ausgegeben, wollt ihr ins Rosenau-Stadion bringen. Ihr geht in die Werbung. Wir werden im Anschluss oder die nächsten Tage dann auch über Spielbegleitung von dem Finale natürlich sprechen. Wie betreibt ihr Werbung für das Spiel und wie wollt ihr die 600 Zuschauer ins Stadion bekommen? Ja, du hast mich vorhin schon gefragt, ob es zu schaffen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es wirklich schwer einschätzen. Es kann sein, dass 100 Leute kommen. Es kann sein, dass 600 kommen. Wenn wir Pech oder Glück im Unglück haben, sind es mehr wie 600. Also es ist für mich schwierig einzuschätzen. Wie betreiben wir Werbung? Wir haben Plakate gedruckt, wir gehen über Facebook, wir haben Flyer gedruckt. Wir werden die Flyer am Wochenende auch in der SGL Arena verteilen. Wir werden im Stadionheft sein. Also da nur großes Dankeschön an unseren Verein, der uns da sehr unterstützt. Und gerade das macht es so schwierig einzuschätzen, wie viel kommen wirklich. Weil es kann eine Riesenmasse sein, es kann sein, dass wenige sind. Wir hoffen natürlich auf viel Zuschauer, weil an dem Tag ist ja nicht nur unser Finale, sondern es geht eigentlich um 9 in der Früh los mit dem Tag des Mädchenfußballs, der oben auf dem Nebenfeld parallel stattfindet. Und da ist den ganzen Tag was geboten und eben das Highlight um 14 Uhr dann bei uns im Rosenau-Stadion das Finale. Aber es ist schwierig abzuschätzen. Wir sind gerade in der Organisation, wir haben uns da wirklich Leute mit ins Boot geholt von der Gastronomie und so, die sich auskennen, weil es kann auch sein, dass wir überrannt werden. Wäre schön, weil es geht nicht nur um uns, sondern allgemein um eine Werbung für den Frauenfußball und darum wollten wir auch, dass das Finale bei uns im Rosenau-Stadion stattfindet. Und da nochmal Dankeschön, sowohl Donauwörth wie Glött hat da aufs Heimrecht verzichtet, um da wirklich ein Fußballfest machen zu können. Ja, Markus, wir bemühen uns, dass wir Spielbegleitung hinbringen. Können momentan noch nichts versprechen, weil es ist momentan auch so, alle wollen momentan eine Spielbegleitung. Wir sind nahezu ausgebucht und schauen aber, dass wir uns da ein bisschen Luft verschaffen und da natürlich dabei sind, um den Mädels den würdigen Rahmen zu geben für so ein Finale. Markus, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich habe zu danken. Gruß an die Mädels. Viel Erfolg auf dem Weg zur Meisterschaft und auf dem Weg in die Landesliga wünscht man natürlich euren Konkurrenten auch, ist ja ganz normal. Wir sprechen im Anschluss und danke. Alles klar, danke auch.